Der Frankreich-Block ist wieder in der französischen Botschaft in Berlin. Neben mir sitzt der Botschafter der Französischen Republik, seine Exzellenz Philippe Etienne. Vielen Dank für den Empfang hier bei Ihnen in der Botschaft. Herr Botschafter, wir wollten über drei Themen sprechen. Das erste ist COP21, dann der Unterricht in Deutschunterricht in Frankreich und die Flüchtlingskrise. Klimakonferenz COP21 wird vom 30. November bis 11. Dezember in Paris stattfinden. Das ist eine internationale Konferenz, vielleicht die größte, die in Frankreich je stattgefunden hat. Welche Bedeutung misst die französische Regierung dieser Konferenz bei? Ja, das ist in der Tat eine logistische Herausforderung. 40.000 Besucher oder Delegierte sind in Paris erwartet. Das ist eine sehr große Zahl. Aber die größte Herausforderung natürlich ist die politische Herausforderung. Wir wollen unbedingt ein positives Ereignis erreichen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, wie man vor einigen Jahren in Kopenhagen feststellen konnte. Zum Glück haben wir in dieser Verhandlung die Unterstützung Deutschlands sehr stark gespürt, zum Beispiel durch den deutschen Vorsitz im G7. Also das ist für uns jetzt, aber nicht nur für Frankreich, nicht nur für Europa, ich glaube ganz einfach für die ganze Menschheit, jetzt eine sehr, sehr wichtige Verhandlung, wo wir unbedingt ein Abkommen zum Klimaschutz erzielen müssen. Welches sind die wichtigsten Themen dieser Konferenz? Das Wichtigste ist natürlich für uns ein verbindliches Abkommen zu der Begrenzung der Erwärmung der Erde zu bekommen. Ein Abkommen, das alle Nationen in der Welt bedeckt. Aber darüber hinaus brauchen wir auch die Liste von den nationalen Verpflichtungen aller Länder. Wir haben schon mehr als 150 von diesen sogenannten INDCs, also nationalen Plänen, bekommen für die Begrenzung der CO2-Ausstöße in den verschiedenen Ländern. Länder, sehr wichtige Länder wie Amerika, China, Indien, Brasilien, aber natürlich auch die Europäische Union haben schon ihre Pläne dargestellt. Drittens brauchen wir eine glaubwürdige finanzielle Vorstellung der Summen, die zur Verfügung sind für die Entwicklungsländer, die diese Hilfe brauchen, um ihre Wirtschaft weiterzuentwickeln, aber auf eine Weise, die nachhaltig ist. Also die müssen wir in den reichen Ländern beweisen, dass wir bereit sind, 100 Milliarden Euro zu finden vom Jahre 2020 an. Das Treffen, das letztlich in Lima stattgefunden hat, am Rande der IWF und Weltbanks Herbsttreffen, hat bewiesen, auf der Grundlage eines Berichts der OECD, dass wir auf einem guten Wege dabei sind. Aber das ist noch nicht ganz sicher, dass wir diese Summe erreichen werden. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Bedingung. Und viertens brauchen wir in Paris einen Aktionsplan, der sogenannte Lima-Paris-Aktionsplan, der alle Verpflichtungen versammelt. Nicht von den Regierungen diesmal, aber von den Städten, von den Regionen, von den Unternehmen in der ganzen Welt, weil diese Klimaschutzpolitik ist nicht nur die Sache der Regierungen, das ist auch die Sache und das muss auch das Anliegen sein der Wirtschaft und der Gesellschaft überall in der Welt. Ich finde Twitter deshalb so schön, weil ich vor allem immer in präzisem, schnellen Kontakt mit Ihrer Botschaft damit bin. Kürzlich hat Ihre Botschaft einen Tweet mit dieser Meldung verschickt. Botschafter Etienne ruft deutsche Städte und Bundesländer auf, Einsatz für COP21 zu zeigen und sich auf der NASCA-Plattform zu registrieren. NASCA, das ist die Abkürzung für Non-State Actor Zone for Climate Action.
Was erwarten Sie von den Bundesländern in Deutschland? Die Bundesländer wie die Städte in Deutschland machen schon vieles. Und ich war auf einer Konferenz in Hannover, die von der Landesregierung, der Bundesregierung organisiert wurde, über den Einsatz der Kommunen, nicht nur in Deutschland, in der Welt insgesamt, für den Klimaschutz. Und es wäre schön, das machen sie schon oft, aber wenn alles, dass die deutschen Städte, die deutschen Länder, die schon die Bezirke, was alle Gebietskörperschaften schon machen, weil, die, wie gesagt, ich weiß, dass sie schon vieles machen, auch bekannt gemacht wäre, aus dem Anlass dieser Konferenz, dieses Weltklimagipfels in Paris. Das würde, glaube ich, die anderen Teilnehmer auch ermuntern und ermutigen, das Gleiche zu machen, die Städte und die Regionen überall in der Welt. Darf ich zu einem zweiten Thema kommen? Die Reform des Collège beunruhigt die Germanisten in Frankreich. Man fürchtet, dass die Reform des Erziehungsministeriums, also von Najat Vallaud-Belkacem, den Anteil des deutschen Rechts spürbar verringern werde. Sie bemüht sich, diese Besorgnisse zu zerstreuen. Um was geht es eigentlich dabei? Diese Reform ist keine Reform über den Sprachenunterricht. Es ist eine Strukturreform, um das Schulwesen in Frankreich zu verbessern. Wir haben nicht immer so gute Ergebnisse in den PISA-Studien. Die PISA-Studien der OECD kennen Sie auch gut in Deutschland, glaube ich. Und was sagen uns diese Studien? Sie sagen uns, dass unsere Schule nicht sehr effizient ist für die Schülerinnen und die Schüler, die Schwierigkeiten haben. Und das ist eine Strukturreform, die wir wirklich brauchen, um eine effiziente Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zu führen. Also in diesem Ziel wollen wir und müssen wir unsere Mittel so ausbauen, dass diese Schülerinnen und diese Schüler besser betreut werden. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch eine Reform des Sprachenunterrichts, aber nicht nur des Sprachenunterrichts, in den 6., 7., 8. und 9. Klassen. Das ist nicht so, dass der Unterricht der deutschen Sprache weniger Wichtigkeit bekommt. Zum Beispiel im Gegenteil ist es nun möglich, wenn die Reform umgesetzt wird, also im Herbst 2016, die zweite Fremdsprache ein Jahr früher anzufangen. Und das, glauben wir, wird zum Gunsten des deutschen Unterrichts wirken. Es gibt auf der anderen Seite auch die Abschaffung der sogenannten zweisprachigen Klassen, aber nicht überall. Die zweisprachigen Klassen in der sechsten Klasse werden weiter bestehen, wo für die Schüler, die schon eine andere Fremdsprache als Englisch in der Grundschule angefangen haben, zum Beispiel, wenn die Schüler Deutsch in der Grundschule angefangen haben, dann haben sie auch noch diese Möglichkeit der zweisprachigen Klassen in der sechsten Klasse. Also man hat etwas übertrieben, wenn man diese Reform dargestellt hat, aber ich verstehe ganz gut auch die Sorgen und auch diese Debatte, die stattgefunden hat, die noch weiter stattfindet, ist auch eine Chance, um die Entwicklung nicht nur des Unterrichts der deutschen Sprache in Frankreich, aber des Unterrichts der französischen Sprache in Deutschland ganz nah zu folgen und zu sehen, dass es sich positiv entwickelt, weil es ein wesentliches Element ist für die Zukunft unserer Beziehungen.
Darf ich Ihren Worten entnehmen, dass ein Rückgang des deutschen Rechts in Frankreich nicht zu befürchten ist? Ich glaube, das gilt genauso wie für den Unterricht der französischen Sprache in Deutschland. Wir müssen dafür sorgen, dass es keinen Rückgang gibt, aber im Gegenteil, dass wir dieser Unterricht sich entwickelt in den Bundesländern, was die französische Sprache angeht, und in Frankreich, was die deutsche Sprache angeht. Das ist möglich, das ist eine Frage auch der Mittel, aber auch des Interessen, der Willen. Ich habe hier genau in dieser Botschaft, ich hatte letztlich vor 2 Wochen, ich hatte ein Gespräch mit dem Rektoren der Akademie von Paris, der mir gesagt hat, dass er die Entscheidung getroffen hat, in diesem Jahr das Jahr der deutschen Sprache in allen Pariser Schulen zu machen. Das beweist, dass es Initiativen in Frankreich gibt, die in die Richtung der Entwicklung des Deutschunterrichts in Frankreich gehen. Das ist eine gute Gelegenheit, auch der französischen Botschaft dafür zu danken, dass sie meinen oder unseren Frankreich-Blog immer unterstützt. Gerne, das machen wir gerne. Ein dritter Teil, Herr Botschafter, der Andrang der Flüchtlinge in Europa in so großer Zahl hat Europa in einer gewissen Form überrascht. Hätte man sich besser darauf vorbereiten können? Ja, es gab diese Debatte in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in der vorigen Woche in Straßburg, wo der französische Staatspräsident sich ausgedrückt hat, ganz klar zu diesem Thema. Das ist richtig, dass wir vielleicht nicht so genau die Entwicklungen in unserer Nachbarschaft gefolgt haben. Aber jetzt auf jeden Fall müssen wir feststellen, dass wir eine europäische Position, das ist eine der größten europäischen Herausforderungen, dass wir gemeinsam auch behandeln müssen. Und das haben die beiden, die Bundeskanzlerin und der französische Staatspräsident, sehr klar auch gesagt vor dem Europäischen Parlament. Als Reaktion auf die Rede der Kanzlerin, des Präsidenten, hat der Figaro geschrieben, das deutsch-französische Paar würde im Leerlauf radeln, und hat die Bundeskanzlerin sehr stark kritisiert und gesagt, sie sei eine Taktikerin, sie hat aber keine Strategie. Was würden Sie diesen Kritikern antworten? Was in diesem Jahr geschehen ist, ist, dass wir viele sehr wichtige deutsch-französische Initiativen beobachtet haben, und zwar zu allen großen Krisen. Und wir haben davon sehr viele in diesem Jahr gesehen, was die ukrainische Krise angeht. Haben Frankreich und Deutschland zusammen die Minsker Abkommen verhandelt, und noch vor 10 Tagen gab es einen Gipfel, einen sogenannten Normandie-Format-Gipfel in Paris mit den ukrainischen und russischen Präsidenten. Und Frankreich und Deutschland haben sich sehr, sehr kräftig eingesetzt für eine politische Lösung in der ukrainischen Krise, mit einigen positiven Ergebnissen in der letzten Zeit. Mitte Juli konnten wir auch sehen, wie Deutschland und Frankreich sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben, um eine Lösung, eine europäische Lösung in der griechischen Frage zu finden. Das haben wir auch gemacht. Und was die Flüchtlingsfrage angeht, haben Frankreich und Deutschland auch vor 4 Wochen gemeinsam einige Vorschläge gemacht, die die Grundlage gewesen sind für die ersten positiven Entscheidungen, die, und das war nicht sehr leicht, wie Sie gesehen haben, getroffen wurden von dem Ministerrat und von dem Europäischen Rat, um europäische Entscheidungen zu dieser Krise zu treffen. Hier in Berlin hat die Bundeskanzlerin die Parole ausgegeben, wir schaffen das. Frankreich nimmt zurzeit weniger Flüchtlinge auf als Deutschland. Wie erklären Sie den Deutschen die Unterschiede? Aber wir haben, wie gesagt, diese Entscheidung, die in Brüssel getroffen wurde, sehr stark unterstützt, und diese Entscheidungen
sind insbesondere die Verteilung von 160.000 Flüchtlingen, die nach Griechenland und Italien angekommen sind. Und das hat Frankreich unterstützt. Ja? Und das war auch nicht so leicht, diese Entscheidung zu treffen. Und dazu noch anderen Reformen, die wir sehr, sehr stark brauchen. Zum Beispiel diese Einrichtung von Einnahme- und Registrierungsstellen bei den Außengrenzen des Schengen-Raums in Italien und Griechenland, die einen stärkeren Schutz dieser Außengrenzen, sehr wichtige Gespräche mit der Türkei, auch eine Ausweitung unserer Bekämpfung gegen die Schleusernetzwerke, die kriminellen Schleusernetzwerke. Und natürlich unseren gemeinsamen Ansatz, um eine politische Lösung in Syrien oder auch in Irak zu finden. Das alles einigt uns, Deutschland und Frankreich. Das alles wollen wir gemeinsam machen. Darf man davon ausgehen, dass Frankreich und Deutschland in dieser Frage sozusagen im Hintergrund mehr zusammenarbeiten, als es durch die Medien deutlich wird? Ja, das kommt darauf an, was Sie lesen. Wenn das Publikum das Frankreich-Blog sieht, oder? So viel Werbung wollte ich gar nicht auf einmal. Nein, ich meine, die Kritik ist in unseren Demokratien ganz normal. Und es gibt, alle Meinungen sind hier vertreten. Und ich finde es auch als eine normale Herausforderung, dass die öffentliche Meinung, auch die Presse, immer mehr von der deutsch-französischen Beziehung erwartet, weil das die zentrale Beziehung in der Europäischen Union ist. Das genügt nicht. Wir brauchen alle Mitgliedsländer, wir brauchen die Institutionen vor allem, ja. Aber ohne eine Einigung zwischen Deutschland und Frankreich läuft es nicht. Und ich glaube nur, dass, das ist meine Antwort auf Ihre Bemerkung oder Ihre Frage, ich glaube nur, man sollte nicht das unterschätzen, was wir schon gemeinsam gemacht haben. Ich habe die Beispiele schon erwähnt, ja, und das genügt, ja, glaube ich, um zu beweisen, dass wir sehr, sehr viel schon in diesem Jahr gemacht haben. Aber wir müssen das weitermachen. Vielen Dank, Herr Botschafter. Dankeschön.